In diesem Video werden wir uns ansehen, wie wir R als Programmiersprache verwenden. Dazu werden wir zuerst Methoden kennenlernen, mit denen wir Funktionen auf Datenstrukturen anwenden, auf Felder, auf Data Frames, auf Matrizen. Anschließend werfen wir einen kurzen Blick auf Kontrollstrukturen, das heißt die If-Anweisung, Switch und auch auf Schleifen. Und abschließend werden wir dann Funktionen implementieren und auch ausführen. Als erstes Beispiel schauen wir uns Funktionen an, die wir auf Matrizen, auf Listen und auf Vektoren und auch auf Data Frames anwenden können. Und damit wir ein Beispiel haben, vereinbaren wir jetzt eine Matrix, die wir groß A nennen. Und machen eine 2-Kreuz-2-Matrix draus. Hier ist sie. Okay. Jetzt passiert es relativ häufig, dass wir Summen von Zeilen oder von Spalteneinträgen haben möchten. Das könnten wir natürlich mit einer Vorschleife machen. Wir wissen ja, wie man auf die Bestandteile von einer Matrix oder von einer Liste zugreifen können. Aber in R gibt es eine Funktion, die nennt sich apply. Und da kann man dann Funktionen auf Bestandteile, zum Beispiel dieser Matrix, anwenden. Das heißt, wir sagen sie erstmal apply, okay, wendet das auf A an. Dann kommt ein Parameter, der sagt Zeilen oder Spalten, nennt sich Margin und 1 steht für Zeile und 2 steht für Spalte. Und als Funktion, die wir haben wollen, nehme ich jetzt einfach die Sum-Funktion, die einfach ihre Argumente entgegennimmt und aufsummiert. Und da sollten wir jetzt die Zeilensummen bekommen. Das heißt, die Summe der ersten Zeile ist gerade 4 und die Summe der zweiten Zeile sollte 6 sein. Und das ist auch so. Und jetzt machen wir mal einfach dasselbe und berechnen jetzt die Spaltensumme. Da sollten wir als Ergebnis 3 und 7 haben. Und das kommt auch heraus. Okay, ich habe schon gesagt, wir können apply auch für Data Frames verwenden und ich habe jetzt schon mal einen Datensatz, einen Data Frame geladen. Das sind gerade wieder so die ersten paar Zeilen der Daten über den Old Faithful, über die Ausbrüche und wie lange man dann zwischen diesen Ausbrüchen warten muss. Und jetzt wollen wir einfach mal die beiden Spaltensummen bilden. Das heißt, wir nehmen hier eine 2 und sagen hier wieder Zoom. Und hier kommt es auch mit den Überschriften. Die Summen sind jetzt vielleicht nicht sonderlich sinnvoll. Mit Min bekommen wir das arithmetische Mittel. Das ist jetzt schon eine Zahl, mit der wir mehr anfangen können. Hier eine 1 zu geben, ist jetzt wahrscheinlich nicht wirklich sonderlich sinnvoll, würde aber eben auch funktionieren. Gut, Data Frames sind eigentlich spezielle Listen, das hatten wir schon betrachtet. Das heißt, wir können auf eine andere Art dieser Apply-Funktion verwenden, nämlich eine sogenannte L-Apply, wie List-Apply. Und das geht dann einfach nicht über die einzelnen Elemente, sondern da werden pro Komponente der Liste werden die Funktionen angewandt. Das heißt, wir müssen diese Angaben über das Margin nicht mehr verwenden. Schauen wir mal, was rauskommt. Wir merken uns mal das Ergebnis und jetzt sagen wir lApply statt apply und jetzt sagen wir hier wieder mean. Und das Ergebnis von diesem lApply, von diesem listApply, ist eine Liste mit genauso vielen Komponenten, wie die ursprüngliche Liste hatte. Und die Ergebnisse dieser mean-Funktion, die werden einfach hier als Listenelemente ausgegeben. Das heißt, ich kann auch wieder mit dieser Syntax drauf zugreifen und dann sehe ich jetzt wieder die Zahl oder ich gehe einfach mit dem Namen da drauf. Es gibt noch ein weiteres, das nennt sich S-Apply, hat eigentlich auch eine ganz ähnliche Syntax
Und das Ergebnis unterscheidet sich aber von L-apply. Das Ergebnis von S-apply ist ein Vektor oder eine Matrix. Das hängt jetzt einfach davon ab, wie viele Ergebnisse die Funktion produziert. Mean produziert ja pro Komponente eine Zahl. Das heißt, es kommt ein Vektor raus. Nehmen wir das jetzt mal myv wie mein Vektor. Und jetzt sagen wir hier S-apply. Nehmen wieder den Faithful, wieder das Mean. Und wenn man sich nicht vertippt, dann tut er das auch. Aber wir haben hier die History-Funktion. Unfreiwillig muss ich Sie nochmal dran erinnern, aber Hilfe. Und jetzt haben wir hier einen Vektor, während myL eine Liste war. Das ist häufig ganz praktisch, wenn wir größere Berechnungen machen, wo wir sozusagen etwas aus dem Data Frame rausziehen und das dann als Vektor weiter verwenden. Wenn wir jetzt die Funktion mean durch die Funktion range ersetzen, die uns nichts anderes ergibt wie die Spannbreite des Datensatzes, das heißt immer größte und kleinste Ausprägung, und dann bekommen wir keinen Vektor, sondern bekommen jetzt pro Zeile dieser Funktion, die wir anwenden, auch wieder eine Zeile. Machen wir das mal gerade. Und jetzt haben wir nicht mehr eine Zeile, sondern zwei, nämlich wir haben in pro Zeile das Minimum und das Maximum. Und wenn ich jetzt eine Funktion hätte, die noch mehr Ergebnisse produziert, dann bekommen wir auch im Ergebnis noch mehr Zeilen. Also sehr nützliche Funktionen, auch wie sehr häufig generische Funktionen. Es gibt übrigens auch noch zusätzlich zu diesem S-Apply noch ein M-Apply, wo man also ganze Matrizen erzeugen kann. Das ist sehr praktisch und wird auch sehr häufig angewandt. Jetzt schauen wir doch mal wirklich auf so Konstruktionen wie If-Anweisungen, Vorschleifen und so weiter. Wir haben ja schon längst gemerkt, dass wir vermutlich gar nicht so häufig Vorschleifen benötigen werden. Ich mache jetzt einfach hier nochmal ein Beispiel. Erzeug zwei Vektoren. Und dann haben wir schon gemerkt, dieses Pluszeichen wirkt quasi komponentenweise und erzeugt wieder einen Vektor. Das heißt, ich habe da gar keine Notwendigkeit, eine Vorschleife oder sonst irgendwas zu konstruieren. Und im Zweifelsfall sollten Sie auch diese generischen Methoden, diese vektorbasierten Methoden immer einsetzen. Auch wenn wir Konstruktionen wie Vorschleifen oder if-Clauses nicht so häufig benötigen werden, werfen wir mal einen kurzen Blick drauf, wie das geht. Hier habe ich schon mal eine Zeile vorbereitet, und zwar würfeln wir einfach eine Zahl zwischen 1 und 6, das ist gerade die Sample-Funktion, weist es auf eine Variable zu, mache eine Klammer drumherum. Das führt nämlich dazu, dass, wenn ich das ausführe, das Ergebnis auch immer ausgegeben wird. Okay, es ist eine 4, und das möchte ich, wenn ich eine 6 bekomme in dem x, eine Ausgabe machen. Das heißt, ich sage ein If-Statement, runde Klammer, und da kommen die Bedingungen, nichts Neues. Und das nehmen wir hier die Print-Funktion und sagen, okay, wenn das 6 war, dann gibst du das bitte aus, und das machen wir hier noch den Block zu. Und das hat er natürlich nichts ausgegeben. Wir hatten ja ein 4. Schauen wir nochmal, was jetzt rauskommt. Wieder eine 4. Wieder nichts. Immer noch nichts. Gibst es gleich auf. Genau. Ich möchte jetzt einfach etwas haben, wo ich sage, na gut, wenn es eben keine 6 war, dann gebe ich das aus. Das heißt, ich fange hier an und schreibe einfach weiter. Wichtig ist, ich hätte das jetzt auch in mehr als eine Zeile schreiben können, dann wäre das auch übersichtlicher, gebe ich sofort zu. Dann müssen wir darauf achten, dass die geschweifte Klammer zu von dem
TrueBlock und das Else in einer Zeile steht. Okay, machen wir einfach nur eine doofe Meldung, keine 6 gewürfelt. Macht den Block zu. Ja, war ja auch richtig. Und jetzt samplen wir noch einmal. Ja, jetzt machen wir so lange, bis wir eine 6 haben. Dann wird das eine abendfüllende Veranstaltung. Ich gebe es auf. Aber Sie sehen jetzt schon, wie das funktioniert. Wir hätten auch eine Else-If-Konstruktion machen können. Das heißt, so für jedes Ergebnis irgendeine Ausgabe. Und für sowas gibt es natürlich auch eine Switch-Anwendung. Ich versuche die jetzt mal in eine Zeile zu schreiben, einfach auch um Ihnen zu zeigen, wie das geht. Okay, Switch natürlich, von was hängt es ab? Immer noch von dem Wert x. Und das heißt, jetzt machen wir einfach für die 6 Fälle, machen wir hier auch 6 Einträge. Okay, hat funktioniert und wir hatten auch gerade eine 4. Schauen wir mal, ob wir nochmal samplen können. Hier ist es. Okay, jetzt haben wir endlich mal eine 6. Schauen wir nochmal mit unserer If-Anweisung. Hat funktioniert und jetzt nehmen wir nochmal die Switch-Anwendung, auch wenn sie sehr schlecht lesbar ist. Ja, wo ist sie? Da ist sie. Genau, geht genauso. Genauso wie es Kontrollstrukturen gibt, gibt es auch Schleifen. Wir fangen mal mit einer Vorschleife an. Gehen wir mal davon aus, wir hätten ein Feld, das nennen wir jetzt mal Hörer. Und jetzt nehmen wir mal hier Abkürzungen für Studiengänge im Fachbereich. Steht das gerade für angewandte Informatik, Medieninformatik und IT-Analyst. Hat auch richtig gemacht. Okay, und jetzt wollen wir die einfach ausgeben und dazu machen wir eine Vorschleife. Das heißt, ich schreibe das Wort vorhin, dann in runder Klammer quasi die Schleifenvariable, die nennen wir mal i und er soll die einfach aus diesem Feld hier nehmen, geschweifte Klammer auf und es macht er einfach für jedes Element in diesem Feld etwas und zwar sagen wir einfach Hörer i. Nee, Quatsch mehr. Hörer i brauchen wir gar nicht. Wir sagen nämlich schon Hörer. Wir sagen jetzt einfach i, machen das zu und dann hat er das ausgegeben. Hätte ich auch mit dem so machen können. Deshalb habe ich eben gestutzt. Ich weiß, wie lange das geht, also von 1 bis Length von Hörer. Ich weiß jetzt aber, dass es 3 ist und sage jetzt einfach, das hier kommt natürlich das gleiche raus. Okay, machen wir nochmal ein Feld und zwar nehmen wir mal die Buchstaben, die sind implizit vereinbart. Das heißt, wir machen was von 1 bis 26 und sagen jetzt, okay, nimm doch jetzt einfach die Letters, die sind vordefiniert und gib sie aus. Da sind sie und ich kann jetzt einfach hier das natürlich auch ändern. Ich kann sagen von 26 zu 1 oder ich kann irgendeinen Indexvektor, den ich einfach vorher erzeugt habe, hier einsetzen und dann macht er das auch. Die nächste Schleifenkonstruktion, die wir uns ansehen, ist die While-Schleife und mit der werden wir jetzt einfach mal den Rest bei einer ganzzahligen Division ausrechnen. Nehmen wir mal zwei Zahlen. 37 und 10, da wissen wir schon, wenn ich 37 ganzzahlig durch 10 teile, da kommt gerade 7 raus und das will ich in einer While-Schleife machen. Also fange ich mit While an. Jetzt die Bedingung. Macht das bitte so lange, wie a größer gleich als b ist und ersetze doch bitte in der Schleife immer a durch a minus b. Das hat er die durchgeführt und es gibt mal a aus und da kommt 7 raus. Nicht verblüffend. Also eine Konstruktion, so wie wir sie auch schon
kennen. Was man auch kennt aus Schleifen, sind Funktionen wie Break, die dafür sorgen, dass man aus einer Schleife rausspringt. Hier wird es immer von Programmiersprache zu Programmiersprache, es ist unterschiedlich, aber auch Break gibt es in R und das brauche ich, um eine Repeat-Schleife zu schreiben. Und zwar Repeat-Schleifen gehen einfach so, ich schreibe Repeat hin. Und dann kommt sofort der Rumpf und nicht wie in manchen anderen Sprachen sagt man dann am Ende, okay, ich mache mal den Schleifenrumpf zu und Sachen until, sondern wir müssen das Abbruchkriterium in ein Break hineinschreiben. Machen wir mal was ganz Simples. A war 7. Das heißt, wir ziehen jetzt von A immer 1 ab. Und hören wir dann auf, wenn a, sagen wir mal, 2 ist. Das heißt, wenn a gleich 2 und dann sagen wir hier Break. Und damit wir auch sehen, was da passiert, sagen wir immer noch Print a und das machen wir die geschweifte Klammer zu. Ja, und das zieht da immer 1 von a ab und hört bei der 2 auf, das heißt, die 3 ist die letzte Zahl, die wir ausgegeben haben, dann springt er gerade in den Break. Wir haben schon Funktionen verwendet, die in Paketen oder in einem Base-Paket implementiert sind und jetzt werfen wir einen Blick darauf, wie wir selbst Funktionen schreiben können. Viele der Funktionen in R sind in R selbst implementiert und so können wir das einfach erweitern. Funktionen, die wir selbst implementieren, sind genauso, werden genauso behandelt wie Funktionen, die schon da sind. Und dazu verwenden wir das Function Keyword. Gehen wir mal davon aus, wir möchten eine Funktion verwenden, die das geometrische Mittel von zwei Zahlen ausrechnet. Das heißt, die Quadratwurzel aus dem Produkt der beiden. Dann, die nehmen wir jetzt mal Geomin wie geometrisches Mittel. Und jetzt erzeugen wir ein Funktionsobjekt, das wird dann einfach auf diesen Namen zugewiesen. Wir sagen Function x, y, das sind die Übergabeparameter. R wird später Call by Value verwenden, das heißt Wertübergabe. Okay, jetzt haben wir den Rumpf schon aufgemacht und jetzt muss man noch eines dazu sagen. R-Anwendungen, die ich in geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu schreiben, haben als Ergebnis, was quasi ausgegeben wird, immer das Ergebnis der letzten Anweisung. In Funktionen kann man das natürlich verwenden. Ich könnte jetzt hier eine weitere Variable vereinbaren, könnte sie nochmal einfach eine weitere Zeile schreiben, dann geschweifte Klammer zu. Aber es gibt auch das Return Keyword, so wie wir das aus den anderen Programmiersprachen kennen. Und damit ich mich nicht umgewöhnen muss, verwende ich das auch immer. Das heißt, ich sage jetzt, okay, gib zurück, Return, Klammer auf, nimm doch bitte die Wurzel aus x mal y. Und das macht das bitte zu. Und wir sind fertig. Und jetzt gibt es hier eine Geomin-Funktion. Ich rufe die einfach mal auf mit 1 und 2. Und da kommt auch die Wurzel 2 heraus. Hat der schon mal gut funktioniert. Okay, sehr praktisch ist, wir haben schon die Funktion fix verwendet für Datensätze. Die kann ich auch auf eine Funktion anwenden. Und dann wird nämlich ein Funktionseditor aufgerufen. Holen das mal gerade so in den Fokus für Camtasia. Ja, ein R-Editor. Und hier sehen wir schon, aha, Geomin ist zwar so definiert, das heißt, das, was hinter der Anweisung steht. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel noch einen Kommentar hinein machen. Und jetzt gehe ich hier auf Datei, kann uns auch neue Skripte anlegen, kann eines, das ich schon abgespeichert habe, hier aufmachen, kann es speichern und ich sage jetzt hier einfach, ich kann es auch drucken. Ich sage jetzt einfach, schließe Skript und es fragt dann mich, hey, du hast es ja verändert, soll ich das bitte auch abspeichern? Ich gehe nochmal auf Abbrechen. Hier in Bearbeiten gibt es noch ein paar wichtige Dinge. Ich kann nämlich hier eine Zeile auswählen und dann wird sie auch ausgeführt. Ja?
Wenn ich das hier, wenn ich Control oder Steuerung R angebe und ich kann auch alle ausführen, ich kann auch alle markieren und das hier dann machen. Okay, gehen wir jetzt gerade nochmal hier zurück und sage jetzt hier, schließe Skript, sage jetzt ja. Passiert das natürlich nichts, weil ich ja nur einen Kommentar dazu gemacht habe. Kommt immer noch Wurzel 2 heraus. Das geht auch mit einer Funktion, die noch gar nicht da ist. Fix new main und dann weiß er schon, aha, hier ist eine Funktion und hier könnten wir jetzt irgendwas eingeben, dann wieder auf Schließen gehen und könnten das dann speichern. Jetzt hat er gemerkt, ich habe nichts gemacht, dann hat er auch nicht gefragt. Als weiteres Beispiel implementieren wir mal eine eigene Version des Vektorprodukts von zwei Vektoren aus dem R3. Es geht jetzt gar nicht um diese Funktion, aber wir können damit noch ein paar schöne Dinge machen. Und ich will das nachher testen. Das heißt, ich brauche mal so die drei Achsen im Raum. Die nenne ich mal E1, E2, E3, X, Y und Z-Achse, weil ich nämlich was weiß über, was kommt denn raus, wenn ich zum Beispiel E1 Kreuz E2 ausrechne, dann muss nämlich gerade die Z-Achse rauskommen. Gut. Okay, nehmen wir die Times, weil man ja häufig auch Kreuzprodukt dazu sagen. Und ich fange jetzt hier einfach schon mal an. Nenne die Übergabeparameter wieder X und Y. Könnte es jetzt auch im Editor schreiben, aber das geht jetzt auch so. Und das Ergebnis von dieser Funktion ist wieder selber ein Vektor. Das heißt, ich fange jetzt hier mit so einem C an und sage jetzt, okay, die erste Koordinate ist die hier, die nächste ist diese Differenz und die nächste ist x1 mal y2 minus x2 minus y1. Hier sieht man schön, warum das Kreuzprodukt heißt. Ja, schauen wir uns mal an. Hier ist sie. Sieht gut aus. Okay, können wir wieder zurückgehen. Und jetzt testen wir die einfach mal, ob wir sie aufrufen können. Und ich weiß schon, okay, E1 und E2, da muss E3 rauskommen. Tut's auch. Y kreuz Z muss X ergeben. Und offensichtlich haben wir hier einen Vorzeichenfehler drin. Schauen wir nochmal genau, wo das ist. Ja, hier sehen wir schon, hier ist das Minus. Ja, da rufen wir nochmal fix nochmal schnell auf und ändern das. Hier muss natürlich ein Mal stehen. So, jetzt haben wir. Ja. Ja, und jetzt kommt es nicht richtig raus. Okay, E2, das heißt Y Kreuz X, da kommt gerade minus Z raus. Sieht also gut aus. Wir hatten schon einen Operator für die Matrixmultiplikation, für einen binären Operator, und ich kann in R auch solche neuen binären Operatoren aus definieren. Und zwar geht es so, indem ich einfach spezielle Namen vergebe als String, das ist ganz wichtig. Und wir wollen jetzt nicht immer Times schreiben, sondern wir wollen quasi E1 Kreuz, also X, E2 sagen. Und da schreiben wir das jetzt einfach ab. Was wir da haben, müssen wir nachher natürlich dran denken, dass wir hier auch den Fehler wieder wegmachen. Hier war ja ein Minus falsch. Schreiben wir mal ein Mal hin und mache hier das zu. Und jetzt kann ich das verwenden. Das heißt, hier kommt wieder E3 raus. Cool. Das heißt, ich kann also auch
binäre Operatoren definieren. Gut, was wir auch schon aus Programmiersprachen kennen, ist, dass wir Default-Werte bei der Definition der Funktion übergeben können. Das machen wir hier auch mal. Sagen wir mal x gleich 1, y gleich 2. Gibt es jetzt hier wieder zurück und dann kann ich einfach Geomin aufrufen ohne Parameter und dann nimmt er einfach diese beiden, die wir ja auch vorhin schon mal verwendet hatten. Genauso kann ich sagen, pass auf, für x nimmst du bitte 3 und dann kommt jetzt das geometrische Mittel zwischen 2 und 3 raus. Schauen wir mal, ob es stimmt. Ja, stimmt. Oder ich kann sagen, pass auf, der Default-Wert von x, den hast du ja. Nehmen wir jetzt mal y gleich 1 und da kommt dann das geometrische Mittel aus 1 und 1 raus, nämlich 1. So kann ich also Aufruflisten leer machen, indem ich Default-Werte definiere. Ich kann auch Punkt, Punkt, Punkt sagen, das heißt, ich kann eben auch Werte weglassen. Insgesamt, das haben wir vorhin schon erwähnt, wir haben Call by Value. Wenn ich im Block der Funktion lokale Variable erzeuge, dann sind die auch lokal. Wir haben Call by Value, das heißt, wir verändern die globalen außerhalb des Blocks existierende Variablen eben nicht. Es gibt dafür einen Operator, der das kann. Ich zeige es Ihnen hier gerade nochmal, auch wenn es jetzt hier in dem Beispiel keinen Sinn macht. Ich könnte jetzt hier eine Variable noch verändern, die es außen gibt. Nehmen wir mal an, die würde global heißen, die gibt es jetzt nicht, das heißt, das führen wir jetzt nicht wirklich aus. Und dann mache ich hier so ein super Assignment, das heißt, wir machen zweimal kleiner und dann Minus und dann hättet ihr jetzt einen Wert von 1. Okay, wir machen es wieder weg, weil wir diese Variable eh nicht haben. Okay, jetzt macht es sicherlich Sinn, die Übergabevariable, das haben wir ja schon als Kommentar hineingeschrieben, bevor wir die Funktion aufrufen, mal zu schauen, ob die Übergabe sinnvoll ist. Und wenn wir an die generischen Funktionen denken, die er zur Verfügung stellt, sind da sicherlich zuerst mal Abfragen drin. Welcher Typ habe ich denn übergeben bekommen? Was mache ich denn jetzt eigentlich wirklich? Dazu gibt es Funktionen wie Stop und Warning. Und dann nehmen wir jetzt mal wieder diese Funktion, wo wir uns das schon mal aufgeschrieben hatten, nämlich diese Funktion Times. Da haben wir einfach so gemacht, ja gut, da soll er selber aufpassen, dass er da R3-Vektoren übergibt. Und da machen wir jetzt mal einfach etwas hinzu und sagen, na gut, es gibt zuerst mal eine Funktion, die heißt Missing, das heißt, ich kann mal überprüfen, hat er mir überhaupt mal zwei Übergabeparameter beim Aufruf gegeben und sage jetzt mal, okay, wenn y fehlt, das heißt, wenn das hier true ist, und dann nehme ich einfach einen Default-Wert, ganz praktisch. Das heißt, wenn da nichts passiert, und dann nehmen wir für y immer die y-Achse, und damit wir das jetzt auch merken, E2 als Default-Wert schreiben wir mal hin. Machen das wieder zu. Okay, geben das zurück. Und jetzt sage ich jetzt mal hier times E1. Und dann macht er das genau. Und es kommt auch wieder E3 raus. Also so können wir auf fehlende Übergabeparameter überprüfen. Es gibt eine Funktion, die heißt Stop, da kann ich einen String übergeben und es gibt genauso gut eine Funktion Warning. Fangen wir mal vielleicht mit Warning an. Und zwar, indem ich hier das Print ersetze durch Warning. Nehmen das wieder und jetzt rufen wir es wieder auf mit TE1 und jetzt generiert er eine Warnung für mich, Warning Message in Times E1. Wir verwenden eine Default-Wert, das ist gerade der String, den wir verwendet haben. Okay, das machen wir statt der Warning, machen wir einen
eine Stop-Funktion. Und zwar, indem wir vielleicht mal sagen, okay, wenn die Länge von x, wir könnten auch nur überprüfen, ob es numerisch ist oder sowas, das lassen wir mal einfach jetzt mal sein. Aber die Länge von x sollte ja 3 sein. Das heißt, wenn sie nicht 3 ist, oder, das ist gerade dann hier wieder, wie wir schon kennen, den logischen oder, auch oder das hier ist auch nicht 3. Dann stopp doch bitte und gib eine Meldung aus. Die Längen stimmen nicht, schreiben wir mal hin. Okay. Kann quasi eine Exception produzieren, jetzt rufen wir es wieder. Ja, jetzt machen wir mal einen Vektor, der etwas länger ist. Nehmen wir den mal z. Und jetzt sagen wir mal t times e1, z. Und jetzt gibt er mir durch die Stop-Funktion. Sehr schön, mal konnte Funktion längst nicht finden. Ich habe mich nämlich vertippt. Okay, gehen wir mal da nochmal rein. Das wissen wir ja schon, wie das ist. Hier ist es. Wer Englisch kann, ist echt bevorteilt im Programmieren. Hätte auch jetzt die if-Anweisung mit einer switch-Anweisung machen können, sodass ich auch sehe, welcher von den beiden war es denn jetzt bitte. Und hier sehen wir jetzt ja nur die Längen stimmen nicht. Aber wir wissen ja auch schon, wie eine switch-Anweisung geht. Noch eine letzte. Oder wir machen das nochmal gerade mit dem Numeric, wenn wir schon dabei sind. Das machen wir vielleicht noch vorher. Das heißt, wir sagen hier zum Beispiel ist Numeric y, dann mach doch einen Stop und sage falscher Typ für y. Gib es hier wieder zurück. Erzeug jetzt vielleicht nochmal dieses Feld Hörer, was wir vorhin hatten. Oder ein ähnliches, ist gerade egal. Und jetzt sage ich Times, okay, E1, Hörer. Und jetzt sagt er, nö, tut mir leid, war der vollkommen falsche Typ. Es gibt noch eine weitere Funktion, und zwar Stop if not. Und dann können wir nämlich das hier eigentlich viel schöner schreiben. Und zwar sagen wir hier, okay, stop if not. Jetzt schreiben wir dahin, was wir eigentlich haben wollen, nämlich dass y zum Beispiel numeric ist. Und machen das auch fürs x. Das heißt, ich mache jetzt hier alles viel einfacher. Und lass das hier drin. Okay, dann können wir das hier schon mal löschen. Sehr praktisch. Und das war jetzt gerade zu viel. Und genauso machen wir das jetzt mit den Längen. Stop if not. Length von x gleich 3. Length von y gleich 3. Und dann können wir auch das hier weglassen. Ach, jetzt wieder schließt das Skript. Ja, übernimmt es doch bitte. Und jetzt rufen wir nochmal das hier auf. Numerik y ist nicht true. Und das andere können wir jetzt wieder mit e1 und z hervorrufen. Genau, längs von y gleich 3 ist nicht true. Das heißt, da wird quasi die Bedingung übernommen und dann wird gesagt, nee, das war eben wahr oder falsch. Zu Funktionen wäre jetzt noch viel mehr zu sagen. Als letztes Thema zeige ich Ihnen jetzt, wie wir eine anonyme Funktion in R definieren können. Zum Beispiel eine, die jetzt einfach zwei Argumente entgegennimmt und die ihre Quadrate aufsummiert. Machen wir eine runde Klammer und sagen jetzt statt also Namen einfach Function, Arg1, Arg2 nehmen wir die jetzt mal diesmal. Und sagen, okay, nimm doch das bitte zum Quadrat. Das heißt, wir überprüfen jetzt überhaupt nicht, ob die numerisch sind oder sonst was. Machen den Rumpf zu, machen die geschweifte Klammer zu und jetzt kann ich sie direkt aufrufen.
Da muss jetzt 25 rauskommen. 9 plus 16 tut es auch. Das kann ich also auch überall da einsetzen, in apply oder lapply, wo eine Funktion erwartet wird. Wer mit JavaScript gearbeitet hat oder mit jQuery, der erkennt doch das Konzept wieder. Vorhin haben wir ja schon ein paar Fehler gehabt. Ich mache gerade nochmal fix von unserer Times-Funktion. Habe jetzt noch auch die Kommentare weggemacht, wo man gesagt hat, wir wollen ja hier noch ein paar Dinge überprüfen. Das sieht ja alles ganz gut aus. Okay, aber gesetzter Fall, ich habe da jetzt irgendwo einen Fehler und dann kann ich in den Debug-Modus schalten. Das heißt, ich sage jetzt Debug Times. Okay, nehme du jetzt einfach entgegen. Und wenn ich jetzt aber Times aufrufe, machen wir es jetzt mal sogar mit dem korrekten. Und dann sagt er, pass auf, Debugging in dieser Funktion, wo bin ich jetzt? Und jetzt, wer schon mal gedebuggt hat, kann ich jetzt zum Beispiel Next sagen und dann springt er in die nächste Zeile und nochmal eins weiter. Oder ich kann Continue sagen wie C und dann springt er eben auch raus. Das heißt, denn er ist auch ein kleiner Debugger mit eingebaut. Ich hätte jetzt auch in der Shell, das können wir gerade nochmal machen, hätte ich auch die ganz normalen Befehle eingeben können, wie zeig mir nochmal, welchen Wert E1 hat, welchen Wert E2 hat. Das heißt, ich kann da auch Variablen wieder ausgeben. Ich kann da quasi alles eingeben, was ich auch in der Shell eingeben kann. Das heißt, ich kann auch die Variablen verändern. So, und wenn ich jetzt schon weiß, ich ungefähr weiß ich schon, wo der Fehler ist, und dann kann ich hier an diese Zeile gehen und kann einen Breakpoint setzen, indem ich hier einfach sage Browser. War nämlich gerade das, was hier auch gestartet worden ist. Sie haben ja immer gesagt, haben ja schön gesehen, Browse. Und geht das jetzt wieder zurück. Ruf jetzt wieder Times auf. Und jetzt ist er quasi an der Stelle, die wir jetzt gerade markiert haben. Wir machen wieder ein Continuous, funktioniert ja. Und alles wieder okay. Gut, es gibt Profiling, das heißt, wir können da wirklich sehr, sehr viel Softwareentwicklung betreiben. Das heißt, wir können sehen, wo wirklich unsere Rechenzeit quasi hingeht bei längeren Berechnungen, die wir bisher natürlich noch nicht gesehen haben. Wir können etwas timen, das geht mit System Time. Ich vermute, da kommt jetzt überhaupt nichts raus, also null, aber einfach, dass wir es mal gesehen haben, was da rauskommt. Genau, ich war noch im Debug-Modus, das ist natürlich doof. Machen wir mal einen Undebug und rufen es nochmal auf. Ja, ging nicht. Okay, ist egal. Hier sehen wir dann die User-Time, die System-Time und können dann eben auch nochmal schauen, was da geht. Wenn wir die Skripte abspeichern, dann sind das ganz normale Dateien. Und wir können die in der Konsole aufrufen wie ein Shell-Skript oder eine Batch-Datei, so wie wir das von den Betriebssystemen kennen. Und so können wir eben auch Dinge in R mit Funktionen automatisieren.